überlegen. Wir kommen zurück. Wie zwei Erbsen in einer Hülle. Zwei Kugeln in einem Magazin. Zwei Fahrkannibalen im Brustkasten eines Fensters. Bitte was? Wir kommen zurück zu Borderlands. Hilft dich nicht zu hören. Verzeihung, aber wenn Claptrap spricht, meine ich, meine Gehirnzellen begehen alle einzeln Selbstmord. Ich komme gleich raus. Verständlich. Finde ich auch. Freut mich, dich kennenzulernen, Kammerjäger. Ich bin Sir Hammerlock. Hallöle! Stets zu Diensten. Ich kam her, um die Bullimons für meinen Almanach zu erforschen, aber Captain Flynns Männer setzten mich auf diesem Gletscher fest. Danke übrigens, dass du sie gekillt hast. Du hast also eine direkte Konfrontation mit Jack überlebt und Captain Flynns Banditen besiegt? Unglaublich. Ich bin auch nach Sanctuary unterwegs und ich glaube, die Crimson Raiders könnten einen Helden wie dich gebrauchen. Ja, und die Crimson Isas denkt, dass der Dialog laut Stärke immer zu leise ist. So, hier ist ein Geschäft übrigens. Wo, was, wie, wo? Da hinten. Mit nichts Schönen drin. Waffen, Waffen, Waffen! Die sind alle so... Also was Schönes ist was anderes. Denke ich mir auch immer, wenn ich in den Spiegel gucke. Gut, dass du das so siehst. Naja, ich würde es nicht gut nennen. Dann wohl. Wo sehe ich denn, was sie für Munis haben? So, ich muss nur das hier mit dem hier verbinden und... Ich habe immer neue Ware. Schau mal wieder rein. Das war's auch schon. Ich lebe. Oh je, okay, Spatz. Wieder. Untertan, ich habe mein Augenlicht wieder. Und du bist weit hässlicher, als ich dich in Erinnerung hatte. Zeit, dass wir uns mit dem Sanctuary zusammentun. Auf diesem Gletscher hier sind nur Trottel und Mörder. Wie zum Beispiel dieser Hammerlock. Ich stehe direkt hier. Keule. Jetzt, wo Liarsburg ist, kann ich ja den Hauptstrom. Achso, ich habe ja noch gar keinen Skillpunkt. In dieser Stadt gibt es unzählige Dinge, die einem draufgängerischen Killer wie dir nützlich sein könnten. Untertan, vorwärts! Ich heb dir gleich hier Untertan, vorwärts. Jack nach dir. Charmanter Kerl, was? Faselt er was davon, dass er im Grenzland Frieden bringen wolle, dann schießt er wie bekloppt auf unbewaffnete Männer, Frauen und Kinder. Ich schildere wieder zu lebhaft, was? Tut mir leid. Ey. Na, bist du ja. Zurück. Obgleich Captain Flint jeden in Liarsburg getötet hat, sehe ich nicht ein, wieso wilde Bullymons dort herumlungern und das Andenken der früheren Bewohner entehren sollten. Selber auf dem Friedhof. Wenn du säubern könntest, wäre das sehr gentlemanlike. Die Ziele auf deinem Hand gehören zu deiner aktiven Mission. Du kannst deine aktive Mission mit deinem Missionslog auf deinem Echo-Gerät ändern. Ja, ja, ich weiß. Was habe ich denn für Köpfe? Eine Bullymong-freie Gegend mehr. Das wäre natürlich noch viel schöner, wenn irgendwer in Liarsburg noch am Leben wäre, um deinen Sieg zu feiern. Aber trotzdem, gut gemacht. Den finde ich gut. Skin. Okay. Ich habe jede Menge Skins, weil ich das Spiel schon mal gespielt habe. Richtig. Hat noch nicht so viele Sonderpunkte hatte. Ja, ist von mir das Gleiche. Die Bullymons werden es sich künftig zweimal überlegen, bevor sie friedliche Städte überfallen. Hoffentlich. Hey, ein bisschen anders aus. Station gefunden. Du kannst sie benutzen, um dein Aussehen zu ändern und deine Skillpunkte zurückzusetzen. Ja, oh, jetzt habe ich selbst dabei gehört. Ich kriege die Krise. Oh, ich habe auch ganz viele Sachen zum Teleportieren. Und wie gefällt dir Liarsburg? In dieser Stadt war mal ordentlich was los. Wenn du hier draußen eine Weile überleben willst, brauchst du einen besseren Schild. Mein untertänigster Vorschlag, besuche den alten Crimson Raiders Unterschlupf. Du wirst den Lift nehmen müssen. Okay. Jo. Was haben wir noch für eine Mission? Nur die beiden. Guck mal. Eine 3 haben wir. Siehst du meinen Hut? Der Hut eines Gentlemans. Aber ihm fehlt das gewisse Etwas. Etwas Bullymong-Fell könnte diesen die Zweck erfüllen, wenn du mir das besorgen könntest. Ja, ich mach um auch an das den Fell eines Bullymongs zu kommen, musst du es ihnen mit bloßen Händen abreißen.
Schwäche einen Bullymong. Nimmst du die Bullymongs, dann mache ich die andere. Den Rest. Oh, dann gehe ich zur anderen Quest. Meine Mami ist weg. Hä? Ich auf jeden Fall direkt am Berg. Und Gegner. Wir haben den Zug, der durch The Dust fährt, gehijackt. Ach, guck mal, das ist die alte, die wir im ersten Teil hatten, von New Haven. Hyperion hat keine Truppen von New Haven abkommandiert, um uns zu verfolgen. Und ein Sandsturm hat ihre nächste Grenzstadt begraben. Wir müssen nur... Oh, verdammt! Alle weg. Wie schwer kann es sein, einen einzelnen Gegner zu treffen? Du hast eines von Helena Piers letzten Audiologs entdeckt. Sie war Lieutenant bei den Crimson Raiders, dem Anti-Hyperion-Widerstand. Ich wüsste zu gerne, was aus dir geworden ist. Nein. Wenn du den Rest dieser Audiologs findest, kaufe ich sie dir gerne ab. Wie kann ich die Sieh noch einen. Oh shit. Ich mache so ein Fortschritt in die falsche Richtung. Hä? Huh? Ach doch, die Audi-Loks sind in der anderen Richtung, ich sehe es gerade. Ich habe gedacht, die zeigen eventuell alle an. Bitte sammelt. Sammelst du Bullimon-Fälle? Ich liebe das Zeug. Sie sind so weich und warm. Und man kann damit perfekt Roboterdrehen abwischen. Warum vergisst du nicht Hermalog und bringst sie mir, wenn du alle zusammen hast? Wunderbar. Du hast jetzt genug Fell. Bringe es mir und meine Sniper-Rifle gehört dir. Hör nicht auf ihn. Bring mir die Felle und ich gebe dir eine Schrotflinte. Na, wen willst du es geben? Ich bereue nicht! Hammerlock! Ich denke, was soll das gegen den armen Flapper hätte? Hab ich vielleicht eventuell auch. Hab ich eventuell auch. Sehr gut, Loki und Charlie liegen wieder übereinander. So wie das sein soll. So, packen wir mal die Sachen. Natürlich, ich vergaß. Der Schaltkasten des Unterschlupfs gab den Geist auf, nachdem Claptrap versucht hatte, sich darin zu integrieren. Ach, so ein Scherzgeeks. Besorge einfach eine neue Sicherung für den Aufzug und ignoriere, was er wegen dem Schaltkasten gesagt hat. Integrieren. Mhm. Er wollte den Stromkasten vögeln. Ja. Neuer Freund kommt an. Ja, ich möchte mich gerne mal bei dir intrigieren. Halt die Klappe! Setz die Sicherung einfach in Brewsters Schaltkasten ein, dann kannst du den Aufzug benutzen. Ich mach die anderen. Du dann immer andere Sachen anzumachen? Ja, du weißt ja, wo du hin musst. Ich mach mal den Audio-Log. Hey, du bist so anstrengend. Hallo, ich komm da nicht hoch. Mhm. Ich vermisse das hohe Springen ein bisschen. Ist man an einem anderen Teil höher gesprungen? Mhm. Hast du den Lift zum Laufen gekriegt? Bisschen. Sehr gut. Dann fahr jetzt zum Unterschlupf hoch und kaufe einen Schild. Früher war dies ein wichtiges Widerstandsnest, bis irgendwann die Hyperion-Truppen vorrückten und alle nach Sanctuary flohen. Was ist denn hier der nächste Audio-Log? Ja, ist aber. Gut. Kehre jetzt nach Lyersburg zurück, dann sehen wir, wie wir dich von diesem eisigen Gletscher herunterbringen. Was sind die andere? Hier ist doch immer noch eine Audiospur. Oben auf dem Dach vielleicht? Ja, ich guck gerade. Da oben ist er doch. Also, ich mache Ihnen einen
Vorschlag, Lady. Ich weiß nicht mal, wie ich Sie anreden soll. Sie erzählen mir, warum Sie so aussehen, als wären Sie in einem Bandschleifer gelaufen und ich lasse euch alle gehen. Mein Mann hat mir einen Skek-Perlenring geschenkt. Die Perle hat hungerverursachende Pheromone freigesetzt. Oh, was soll ich sagen? Das tut mir echt leid. Verzeihen Sie. Trillionen Dank, Kammerjäger. Dank. Möchtest du gegen einen Zwerg kämpfen, der auf einem Bullimong reitet? Ist die Antwort ja, begib dich bitte zum Southern Shelf und besiege Mitch Mong für mich. Ist die Antwort nein, bist du ein Tropf und ich habe nicht den Wunsch, weiter mit dir zu sprechen. Ich hätte jetzt gerne die letzte Audio, wenn es geht. Achso, die ist da oben. Ja, dann holst du dir. Ja, ja, die ist da oben. Andale. Andale, andale. Wenn du noch lebst, sehe ich zu, dass es so bleibt. Wenn du noch lebst, sehe ich zu, dass es noch bleibt. Pass auf dich auf, wenn du das nächste Mal am Verbluten bist. Ist das wieder oben auf dem Dach? Oder wie sieht das aus? Bin ich hellseher? Ich guck nur. Ich rede auch manchmal mit mir selber, ja? Das ist nichts Neues bei dir. Hallo. Aber wenn zwei Leute miteinander reden, die sowieso nur wie eine Wand hören, also hey. Möchtest du mir irgendwas damit sagen? Vielleicht. Okay. Sag, wenn du fertig bist. Ich finde den letzten Audiolog nicht. Ich stehe quasi davor, wo die angezeigt wird, aber ich finde die nicht so. Und dabei stehe ich hier. Muss ich jetzt echt zurückkommen, oder was? Ach, warte. Karte. Ich habe noch meine Folge nebenbei. Hallo! Sollte das nicht eigentlich angezeigt werden? Ich bin das letzte Audiolog. Ja, ich bin noch in dem Haus drin, aber das ist falsch. Ich bin doof. Verbunden. Oh, meine Fresse. Hast du ihren Kopf gesehen? Wie er so tanzt. Wahnsinn. Wilhelm, töte diese Wilden. Zerstören. Wilhelm. Wilhelm von Thun. Oh, ich lass sie gar von Loki putzen, das ist so knuffig. Das ist so knuffig. Wenn du leben willst, kauf bei mir. Sei vorsichtig damit. Nutze, komm jederzeit wieder vorbei. Wir haben irgendwo eine Mission. Dann hab ich schon. Hast du deine Fähigkeit schon? Nö. Okay, da kriegen wir sie erst. Kriegen wir sie erst mit Level 5. Würdest du die Mission wechseln, gütigerweise? Ja, ich weiß. Ich bin dabei. Schön, dass du schon Level 5 hast. Ah, hab ich auch. Aua. Oh, da kommt der Waffe runtergeflogen. Eine Waffe geflogen. Ich hätte gerne. Yes, ich kann meinen Roboter rufen. Yeah. Ach stimmt, du kannst dich unsichtbar machen. Da war ja was. Da war ja was. Ich mag den Roboter, der ist toll. Bestes Teil auf jeden Fall.
Ah, jetzt sind sie beide wach und wollen beide spielen. Das ist doch süß. Hast du mich gerade mitgeballert? Nein, das war das Explosionsdaneben. Achso. Dachte schon. Wenn ich dich abballern könnte, wärst du schon tot. Warum bist du hier so? Wie, so ehrlich? Ja, sag gleich. Ah, Schrotflinte. Euch nicht mit mir an! Oh. Lebe, falls du befreit bist. Ich stand neben und hab beobachtet, also naja. Soll ich da oben hin? Das ist lustig, du hast hier eine Treppe, wo die nicht hochlaufen, wo die nicht hochlaufen will. Wo war das? Da unten war das. Wo war das? Tod durch Robert! Oh, fuck. Au. Wenn du dich einmal dran gewöhnt hast, dass du eigentlich so viel Schild hast. Das ist schrecklich, wenn du am Anfang wenn du kein Shit mehr hast. Okay. Finde Bullymong reitenden Zwerg. Wo ist der Bullymong reitende Zwerg denn? Ist der unter uns? Der kann ja nicht. Du bist über mir, oder? Ja, bin ich. Ein Schild. Noch ein Schild. Komm, noch ein Schild. Hier sind noch Schilde. Ja. Hast du ihn gefunden? Ist die Mission fertig? Nein. Dann nicht. Was haben wir hier drin? Ein Gewehr und noch ein Gewehr. Die Tür ist doch auf, warum kommst du da nicht raus? Also die werden jetzt abspielen. Wo hast du denn jetzt gefunden? Da kommen wir denn jetzt mehr. Aus der Tür, ich hab mich direkt davor gestellt, dann kommen wir raus. Wundervoll. Dieser Tumult war ausgesprochen hilfreich für meine Studien über die Sozialstrukturen der Bullymongs. Kehre rasch zum schwarzen Brett zurück. Schön, dass du im Automaten stehst, während hier immer weitere Gegner kommen. Ja, mein Gott, ey. Hauptsache, die Pistole ist stärker als mein Gewehr. Möge es dir helfen, viele Gegner zu töten. Warte. Was kann ich jetzt nehmen? Erhöht massiv die Nahkampfwaffen. Kein Geld zurück. Erhöht den Zoom auf allen Waffenarten. Nachladegeschwindigkeit. Geschwindigkeit. Anpassung habe ich schon. Ich brauche dein Geld. Gucken. Ey! Daddy! Was ist los? Jetzt hockt er auf meinem PC. Ist auch okay. Hier sind noch. Ist die Frau so anfänglich? Ja, komm her! Ja.
Du bist irgendwann eine alte Katzenverrückte. Ich bin jetzt schon eine alte Katzenverrückte. Nein, nein, ich meine mit so 20 Katzen, nicht nur mit 3. Nee, so viele Katzen möchte ich dann doch nicht. What's up? Nein, ich will keine, du bist so bescheuert. 3 Katzen reichen. Meine 20 Katzen. What's up? Nein. So, wenn du 40 bist. Sofort wieder, meine Katze kommt eben nicht aus dem Zimmer raus. Schöner an den Katzen ist, dass normalerweise hast du Katzen, wenn die käbbeln oder so, sind sie so richtig so miau, also so richtig so am Kreischen und alles. Und das hast du bei den Katzen halt überhaupt gar nicht. Abgesehen von Loki, der maunzt halt die ganze Zeit, sobald er ihn halt nicht mehr sieht. Aber sonst sind die eigentlich sehr, sag ich mal, sehr human. Nimm Claptrap? So. Ja, das ist die Hauptquest. Ja, ich bin hier gerade am Gebiet aufdecken. Kann ich dich nach Claptrap mitnehmen? Lass mich kurz die Karte zu Ende aufdecken hier. Ja, sag Bescheid dann. Hallo, ihr Viecher, könnt ihr mal aufdecken. Aber das ist voll süß, wenn die irgendwie bei dir auf dem Schreibtisch hocken und schlafen oder neben dir oder so. Das ist voll toll. Eigentlich doofe ist, dass Charlie halt so die Angewohnheit hat, sich bei mir auf meiner Tastatur voll breit zu machen. Ah, frag mich, du hast entdeckt Ice Bros. Ob das normal ist oder ob das, da hockt ja einer. Wie hockst du jetzt da drunter? Sag Bescheid, wenn ich dich teleportieren kann. Wenn die Gegner mal aufhören, mich zu nerven. So, warte kurz mal auf die Map gucken. Ist alles aufgedeckt, kommt's weg. Okay. Weißt du, und Katzen, immer. Ich hab den beiden da so eine richtig kuschelige Decke auf den Boden hingelegt. Wo legen die sich drauf? Auf der verkackten Plastiktüte. Sollen wir einer Katze mal erklären? Da liegen die Katzen lieber auf einer Plastiktüte als auf einer Scheißdecke. Unsere Katzen darfst du auch nicht, wenn die sich irgendwo hingesetzt haben, darfst du die auch nicht kraulen. Weil die setzen dich dann immer woanders hin. Das ist voll verrückt. Ich muss mal eben meine Waffe wechseln. Ich hab die Waffe. Mal gucken. Der spielt gerne mit meiner Tüte. Beispielhaft. Ach, du bist schon da oben. Ich mach den Weg frei, brauchst du nur noch evakuieren. Oder waren das? So wird's laufen, Kammerjäger. Mein erster Mat Boom Boom wird dich umbringen. Jack wird uns bezahlen und ich spiele Häschenhüpf auf deinem Brustkasten. Domo Arigato, ihr Penner! Hey!
Privat einschauen, Schauer. Nee. Wir haben nicht viel geredet, seit ich dich abkratzen lassen wollte. Von meinem Teller essen ist nix. Du glaubst, du frierst dich dort draußen zu Tode? Na, eher nicht, hm? Vorher kriegen dich die Banditen. Weiter? Oh. Er war ganz gut. Ich hab mir einen Pony aus Diamanten gekauft, denn ich bin reich. Nur damit du es weißt. Ich hab was geschafft. Okay, bis dann. Finger weg von meinem Teller. Also. Achso, den müsst ihr wirklich runterholen, ja, warte mal. Ich zermartere mir den Schädel, aber mir fällt einfach kein Name für das Diamantpony ein. Ich wollte es dir zu Ehren Pissbirne nennen, aber das ist irgendwie pubertär. Wie wär's mit Aschgaul? Nee, das ist noch übler. Ich glaube, ich denke noch etwas drüber nach. Yo! Nee, nee, das ist der Typ. Alles gut. Kannst du mich wenigstens retten, wenn du hier schon die ganzen Bücher wegnimmst? Du schickst mir gerade ein Herz, das sieht lustig aus. Oh nein. Oh, ausgerutscht. Leck. Ach verdammt, mal wieder. Oh nein, du hast mich abgelenkt. Leck, jetzt mach. Dankeschön. Ich fühle mich in dem Spiel ein bisschen arm. Jetzt hockt Charlie unter meinem Tisch, auf dem Teppich. Sesami, öffne dich! Ich sollte was klarstellen. Das Diamantpferd, von dem ich dir erzählt habe, ist ein Skulptur oder sowas. Es ist ein lebendiges Pferd. Nur ist es eben aus. Weißt du was? Ich hole es schnell. Arschkaul! Ja, braves Mädchen. Oh, sag hallo. Oh, ich weiß. Arschkaul sagt hallo. Zündet die Lunte, ihr Hunde! Buh! Jetzt kann's rotzen! Jetzt wird's lustig! Kann ich doch bestimmt von da oben direkt angreifen, oder? Ich bin jetzt noch kurz. Oh mein Gott. Zum Glück muss er sich ganz langsam drehen. Hier liegen ganz viele Granatenmods. Wie komme ich da hoch? Komme ich da überhaupt hoch? Ich weiß, dass du da rein sollst, aber. Wie? Oh Mann! Verflixt und zugenähtes, versperrtes Tor! Oh, Idee! Untertan, an die Kanone! Schieß das Tor kaputt! Aber erst, wenn ich aus dem Weg bin! Verstanden? Jetzt probier zu einem Thema. Ich glaube, die meisten sind tot, oder?
Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.